Life on Earth has caused crypto to go native. Just running a little business on the side. Destroy all humans, Path of the Furon. Hurra, ein neues Destroy all humans und keiner... Moment mal, das kennen wir doch schon. Ja, es ist wahr, Nordic Games haben die THQ-Namensrechte gekauft und bringen nun einige der letzten Kracher noch einmal unter dem Label THQ auf den Markt. Darum ist Path of the Furon zwar nur ein Re-Release, aber ganz ehrlich, wenn das Spiel bisher in eurer Sammlung gefehlt hat, habt ihr was falsch gemacht. Nur der Preis ist mit 20 Euro etwas happig für ein Spiel aus dem Jahr 2008. Destroy all humans, Path of the Furon. Too much anonymous sex before a fight. This tune in How to Train Your Drachenzähmen leicht gemacht 2. Nach 5 Jahren des Wartens kommt nun der zweite Teil von Drachenzähmen leicht gemacht in die Kinos und auch zu euch nach Hause auf die Konsolen. Kehrt zurück auf die Insel Berg und erkundet das Eiland, werdet der beste Drachenreiter und schaltet Drachenfähigkeiten frei. Ob die Filmadaption sich wirklich lohnt oder sich zu den anderen unnötigen Merchandise-Spielen gesellt, werden wir alle ab dem 11. Juli erfahren. Wii Sports Club. Seid ihr bereit für ein kleines bisschen Sport? Mit Wii Sports Club veröffentlicht Nintendo die Disc-Version des gleichnamigen Download- und Abo-Pendants aus dem eShop. Und eigentlich auch eine Neuauflage des beliebten Wii-Klassikers Wii Sports. Wieder einmal werden Tennis, Golf, Baseball und Bowling gespielt oder sich gegenseitig im Boxkampf auf die Nase gehauen. Dank der Wii U-Features fühlt sich das Spiel dieses Mal noch ein wenig realistischer an. Das Download-Modell gibt es natürlich auch weiterhin und wurde gerade Ende Juni um die Sportarten Boxen und Baseball erweitert. Ihr habt also die Wahl, Download oder Disc. The Last of Us Remastered. The Last of Us war einer der Titel des vergangenen Jahres und das völlig zu Recht. Kein Spiel konnte 2013 von der Story und der Umsetzung her so überzeugen wie dieser Titel. Ebenfalls völlig zu Recht erscheint mit der Remastered Edition dieses Game nun auch für die PlayStation 4. In aufgebesserter Optik werden Joel und Ellie erneut das postapokalyptische Amerika bereisen. Er lebt mit, wie zwei ungleiche Charaktere über den Spielzeitraum eine enge Freundschaft eingehen und werdet Zeugen ihrer unglaublichen Reise. Doch seid gewarnt, dieses Spiel könnt ihr einmal angefangen nicht mehr aus der Hand legen, denn on top gibt es den DLC Left Behind plus Multiplayer DLC und Map Packs.